So, wie kann ich sie senken? So nicht. So auch nicht. So auch nicht. Nee. Ach, guck mal, da ist der Senkknopf. Oh nee, das war ein Helfer. Einen Helfer wollte ich nicht haben. Ja, okay, das ist rein und raus zu. Das sind Fahrzeugwechsel. Da habe ich ihn abgekuppelt. Das geht nicht. Ach, jetzt habe ich ihn gesenkt. Okay. Nee, jetzt habe ich ihn auch nicht gesenkt. Jetzt habe ich einen Helfer angeworfen. Nee, das ist ein Tempomat. Oh lol. Nee, was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, das ist der Helfer. Aussteigen. Aber wenn das der Helfer ist. Hm, komisch. Ich muss nochmal die Tastaturbelegung mir nochmal zu Gemüte führen und gegebenenfalls einige Tastaturen umbelegen und gucken, was da so los ist. So, einmal hier die Geschichte übergegrubbert. Dann ist das, können wir das nämlich auch gleich perfekt ausmalen. Ausmalen. So, einmal Motor an. Machen wir da noch ein bisschen. Das kann das sein, dass der Spielesound ein bisschen leise ist? Ne, ist auf 20%, alles klar. Dann habe ich das nur bei mir ein bisschen leiser gestellt. Das kann auch sein, dass ich das bei mir auf den Kopfhörer ein bisschen leiser eingestellt habe. Und ja, mal gucken. So, da vorne ist noch so ein Fleck, den ich auf jeden Fall weghaben möchte. Also ich würde das echt jetzt schier haben, ne? So richtig akkurat. Weil diese Wiese, an dieser Wiese muss ich echt jetzt die nächsten, also die wollen wir ja nicht nächste Woche, oh, die wollen wir ja nicht, nicht nächste Woche wird sie ja nicht schon wieder umgegrubbert gleich, sondern nee, das bleibt jetzt ja so. Und dann kann das schon eine saubere Wiese sein. Also warum soll ich da solche Ecken und Flecken haben hier? Das kann ja schon wirklich alles dann komplett eingedrillt sein oder kann komplett bepflanzt sein. Das muss jetzt ja nicht. Ist das gut? Ja, das passt. Dann kann das erstmal aus. Jetzt gehe ich nochmal wieder in den Grubber rein und mache die letzten Ecken hier vorne. Oh, wir haben übrigens den Grubber unten. Ne? Das ist natürlich nicht so schön. Und ich weiß, normalerweise würde der ganze Rasen auch mit wegreißen, aber dem ist ja leider, oder dem ist ja so nicht so im Farming Simulator. Sondern hier wird jetzt tatsächlich nur die Feldfläche denn dementsprechend beackert und nicht die Rasenfläche. Ansonsten würde man ja auch den ganzen Asphalt kaputt reißen und so. Das ist ja auch nicht so. Wenn man dann mal wieder, oh, wenn man dann mal wieder losfährt, ohne den Grubber hochzunehmen. So. Nochmal einmal da in die Ecke rein. Zack. Und Grubber absenken. Nicht vergessen. So, was fehlt uns da jetzt noch? Da fehlt jetzt auch noch ein Stückchen. Da werde ich auch nochmal rüber gehen. Ah, der dreht auch so schnell immer rein, ne? Ich bin echt nicht dafür gemacht, so ruckartig mit dem Grubber hin und her zu bewegen. So, pass mal auf, ich mache jetzt alle Ecken fertig erstmal. So, die Ecke ist nämlich jetzt schier. Dann gucken wir uns mal die Ecke da hinten an. Das wird eine richtig coole Wiese. Vor allen Dingen werden wir hier, glaube ich, auch gut Gras runterkriegen von dem Bereich hier. Und dann haben wir wieder ordentlich was. Dann kriegt ihr ordentlich was zu fressen, liebe Abonnenten. Hier kann das echt sein, dass das schon gut gegrubbert war. Das behaupte ich jetzt gar nicht mal, dass das noch schlecht aussah. So, jetzt einmal da ganz in die Ecke bitte rein, weil da ist definitiv noch nicht gegrubbert. Zack. Die nehmen wir mal mit. Das haben wir komplett mitgenommen, das ganze Ding. Ich glaube ja, das passt. Und wir werden jetzt nochmal hier hinten einen ansetzen. Hier vorne die beiden, dass wir die beiden noch mitnehmen. Das hier und das Ding auch. Alles klar, das war's hier von der Seite. Das sieht schon mal cool aus, das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
So, wie sieht es da aus? Da haben wir auch noch mal so ein paar Ecken, ne? Da werden wir auch noch mal rüber grubbern hier. Hier über den großen Bereich. Der sieht aber, der sah eigentlich ganz gut aus. Oh, der Höhlimann steckt fest, ne? Oh Mann, das sehe ich die ganze Zeit gar nicht. Den Fahrer entlassen. Oh, die haben echt schön ihre Kurve gedreht hier drin, ne? Das ist ja cool. Das haben die echt gut gemacht. So, ich fahre mal ganz kurz mit. Ein kleines Stück. Bis, oh, das Feld ist getrennt, ne? Oh ja, geil. Das heißt, jetzt gibt es jetzt zwei getrennte Felder. Das ist noch besser. Zwei getrennte Felder sind natürlich besser. Dann muss er nicht immer, ne, ihr wisst schon. Das ist deutlich angenehmer. So, warte mal. Eigentlich wollte ich doch auch gerne... Lass doch mal Michael ganz kurz umstellen. Dass wir da auch weniger Probleme haben. So, und zwar sollst du so und so dann in diesem Fall jetzt, ne? Oder? Bin ich falsch? Ich glaube, ich bin falsch, oder? Ich sehe das immer gleich erst, wenn ich davor stehe. Ne, ich bin richtig. So ist richtig. Dann würde er jetzt, von links nach rechts fahren. Oder von Osten nach West, besser gesagt. Ich hoffe mal, die haben schon genug Abstand zum Rand. Ich denke schon. Und dann sollte es eigentlich alles funktionieren. Jetzt fährt er hinter dem Drescher hinterher, das ist sehr gut. Dann sollten die weniger Probleme machen, meiner Meinung nach. War ich hier mit der Ecke fertig? Ich glaube nicht, ne? Ich war gerade dabei, eigentlich, ich habe den ersten Strich abgefahren und wollte jetzt den zweiten Strich machen, ne? Genau, ich setze hier nochmal wieder runter, den Grubber. Genau, hier die beiden Striche noch. Zip, und dann einmal in die Ecke wieder rein. Beziehungsweise, ja, da, noch ein bisschen in die Ecke rein, genau, noch ein Stück. Alles klar, der ist abgesenkt und los geht die wilde Fahrt. Yes, das sieht sehr, sehr gut aus. Schön, sauber. So, wie sieht es hier aus? Da haben wir da, auch vielleicht können wir beide Striche erwischen. Mit einem Zug. Das wäre ganz großartig. Ja. Das ist cool. Da vorne den einen Strich noch. Das da, genau. Und dann die letzte Ecke da sozusagen. Die letzte Ecke nehmen wir jetzt auch noch mit. Das nützt ja alles nichts. Mir juckt gerade der Kopf. So. Hier einmal die letzte Ecke mitgenommen. Zack, wunderbar. Dann einmal den Grubber wieder hoch. Und wenn... Ja, mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Weil hier ist ja auch noch eine Ecke. Aber es könnte gut sein, dass die sauber geworden ist, ne? Ja, die ist tatsächlich sauber geworden. Sehr schön. Dann sind wir tatsächlich mit dem Grubbern von seitens... Dann ist es hier sauber abgegrubbert. Oder nicht nur hier, sondern auch drüben auf dem anderen Feld. Das ist schön. Fahren wir mal kurz mit Sepp noch rum und machen den letzten Rest an Drilltätigkeiten quasi. So, einmal das absenken und die Seemaschine anschmeißen. Ich hoffe, dass die ausreicht. Dass das, was hier drin ist, komplett ausreicht, um die Wiese noch komplett zu sehen, zu besehen, besehen und besamen. So, einmal das hier entlang, da vorne, jetzt muss ich hier wieder ein bisschen rückwärts fahren. Ich weiß gar nicht, das ist gar nicht so gut, wenn man rückwärts fährt und die Seemaschine unten ist, oder? Das ist bestimmt nicht, so gut für die Maschine, oder? Also jetzt hier in LS ist es egal, aber so in Real Life ist so bestimmt nicht so... In Real Life wird man sich wahrscheinlich auch nicht so eine Mühe geben, aber in Real Life wird es einfach zuwachsen. In Real Life wird es einfach zuwachsen und dann ist es einfach gut. So, zack, das hoch. Fahren wir mal rüber zur nächsten Ecke. Oh, das wird eine schöne Wiese, sage ich euch. Das wird eine schöne Wiese. Da werden wir so gar keine Probleme haben. Aber wenn die erstmal durch ist, ne, wenn die erstmal komplett gewachsen ist, ne, oh, das wird so geil. Das wird so geil. So, einmal hier rüber.
Zack. Das haben wir auch. Einmal nochmal. Das sind halt alles solche Kurven, ne? Die. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte die Maschine wieder hochnehmen. Das sind halt alles irgendwie solche Kurven, wo. Ja, wo die Kurve nicht sauber genug ausgefahren ist. Es würde mich mal interessieren, ob das Sinn macht. Oh, ich habe die Maschine nicht gesenkt. Das war ja schleu. Einmal kurz die Maschine nicht gesenkt beim Wiedereinsehen. Naja, so ist das halt, ne? So kann das mal vorkommen, so passiert das mal. So, jetzt hier entlang. Zack. Einmal die Maschine wieder anheben. Damit wir nochmal komplett in die Ecke reinkommen. Absenken. Vorwärtsgang einlegen natürlich. Oh, ich habe nur noch 93.000 auf dem Konto. Okay. Müssen wir mal irgendwie bald wieder Geldbeschaffungsmaßnahmen einleiten, ne? Wie jetzt zum Beispiel Milch kaufen oder so. Milch verkaufen. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie einen Milchkurs machen könnte, der irgendwie, also automatisch Milchladen wird ja nicht funktionieren, das habe ich ja schon rausgekriegt. Da habe ich ja so meine Probleme mit. Aber ich überlege gerade, ob es da noch irgendwie einen anderen Kurs gibt, der besser ist als den ich jetzt habe, weil den Kurs, den ich jetzt habe, der ist ja eigentlich auch nicht so perfekt. Der würde immer durchrutschen, beziehungsweise mir keine Meldung geben, wenn er irgendwo ist, ne? Und selbst wenn ich den Kurs mache mit Beladen am Startpunkt für die Milchgeschichte, würde das auch bedeuten... Ah ne, das ist auch Blödsinn. Dann würde das auch bedeuten, dass er einfach durchfährt. Das macht keinen Sinn. Ich weiß immer noch nicht, wofür ich Igor rübergeschickt habe zum Lohnunternehmer, zur BGA. Ich weiß es immer noch nicht. Irgendwas wollte ich da mit ihm, aber ich habe keinen Blassen, was es genau war. Ich habe keinen Blassen, was es genau war. Aber ich werde ihn jetzt auch noch nicht wegnehmen, weil ich nicht genau weiß, was ich da mit ihm vorhatte. Wollte ich düngen oder so? War das die Idee? Wollte ich... Mist habe ich auch schon mittlerweile. Mist und Gülle. Ah, ich weiß es wieder. Ich wollte die Saatgutmaschine auffüllen. Das war's. Also die Saatproduktionsmaschine wollte ich auffüllen. Ich wollte mir nämlich den Anhänger holen. Den Agroliner. Ich wusste irgendwas ist mit dem Anhänger. Ich wollte den Agroliner holen. Den voll machen mit Weizen oder Gerste. Und damit zum Gartencenter fahren. Stimmt, das war das, was ich vorhatte. Oh, Jesus Christus, ey. Jetzt habe ich es gerade wieder. Das hat jetzt ganze 30 Minuten gedauert, bis mir das wieder eingefallen ist. Wow. Das ist echt der Wahnsinn. Ich könnte mal die Musik ein bisschen lauter machen, also bei mir auf jeden Fall, auf meinen Ohren. Hey. Nicht eure Musik. Ich habe übrigens bei der letzten Aufnahme, glaube ich, bewusst mal die Musik rausgelassen. Ist das jemand von euch aufgefallen? Aber ich glaube, die letzten Aufnahmen waren echt so... Da habe ich, glaube ich... Ich habe, glaube ich, sehr, sehr viel geredet in den letzten Aufnahmen immer. Ist sogar mir immer schwer gefallen, denn zu gucken, wo kann ich jetzt einen Cut setzen? Wann habe ich denn mal nicht gesprochen? Also heute bin ich tatsächlich ein bisschen ruhiger, weil ich schon... Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr... Wie viele Stunden habe ich gestreamt heute? 7. 7 Stunden Livestream habe ich hinter mir und dann habe ich zwischendurch, Alter, jetzt ist mir die Musik zu laut. Dann habe ich zwischendurch noch ein bisschen mit den Jungs im Discord geschnackt und so. Und naja, das geht dann halt alles auf die Stimme, ne? Beziehungsweise auch auf die Motivation in irgendeiner Art und Weise zu reden. So, ich würde mal sagen, die Mission Wiese anlegen ist erfüllt. Perfekt, würde ich sogar sagen. Sehr schön. Denn, würde ich mal sagen, fährst du gleich aufs Feld 3 weiter. Aber wir werden mal... Was machen wir denn da auf dem Feld 3? Wollen wir mal wieder Raps machen? Wie viel Raps haben wir momentan?
Also wie viel Raps habe ich einerseits angepflanzt und wie viel Raps? Ach nee, ich habe drei große Felder, die sind angepflanzt mit Raps. Okay, hier ist Mais. Ich glaube, ich mache da wieder Gerste drauf. Was war denn da drauf gewesen? War da Gerste oder Weizen? Lass mal gucken, wie viel wir überhaupt auf Lager haben. Ja, wenn dann Weizen. Weizen haben wir weniger auf Lager. Das heißt, wir machen da mal ein bisschen Weizen drauf. Ich nehme die Strecke hier raus, die brauche ich jetzt nicht mehr. Das heißt, wir packen jetzt hier Feld 3 rein. Der soll im Nordwesten auf jeden Fall starten, Richtung Süden. Kriegt natürlich das Maximale an Vorgewende zum Schluss. Ich möchte gerne, ich glaube, ich möchte tatsächlich, also es sind ja 3 Meter Arbeitsbreite, ne? Ja. Ich überlege, ob ich noch ein bisschen mehr rausnehme, damit die Kurven noch besser werden. Ich versuche das mal mit 0,8. 1,8. Das ist denn wirklich, dann würde er, also. Das wird schon krass, aber wir probieren es mal. Habe ich für das Feld 3 Saatgut irgendwas schon mal eingestellt? Feld 3, Drillen, 3 Meter. Achso, ne, das ist auch eine Strecke, die eigentlich weg kann, ne? Saatgut Anfang und Ende. Feld 3, Saatgut vom Hof. Guck mal, da ist auch eine komplette Strecke, oder? So, meine Freunde, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten, Zuschalten, Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch gerne noch ein Like da, beziehungsweise ein Abo, falls du meinem Channel noch nicht abonniert hast. So, des Weiteren findet ihr auf dieser wunderbaren Seite, jetzt auf der linken Seite, einen Link zum vorherigen Video, falls du quer eingestiegen bist. Und auf der rechten Seite findest du einen Link zur gesamten Playlist, wo du alle Folgen von dem Farming Simulator 2015 auf der Map Two Rivers dir anschauen kannst. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du reingeschaut hast und wünsche dir noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.